Freunde, willkommen zurück zu einem Vlog. Ich bin mal wieder am Vienna Flughafen und fliege heute Economy. Aber ich habe einen Special Guest dabei, der mich gleich in die Lounge mitnimmt, was ich super finde. Erst muss ich mein Gepäck abgeben. Es war total easy und schnell. Und was wollen wir wetten, wie lange werden meine weißen Klamotten weiß bleiben? Ich bin mir nicht sicher, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass es keine 2 Minuten dauern wird. Aber ich gebe mir Mühe. Hi. Ich wollte gerade fragen, wie lange brauchst du? Ich bin da. So, Stefan hat mich mit in die Senatoren-Lounge gebracht. Er ist sehr stolz auf diesen Status. Deswegen gibt es jetzt Americano und Cola. Und dann fliegen wir gleich. In erster Linie nach München und dann nach Estoril. Nach Estoril, weil, ihr erinnert euch, vor einem Jahr bin ich auch nach Estoril geflogen. Ein paar Kilo weniger auf den Rippen. Und genau da hatte ich meinen allerersten NPC-Wettkampf und habe meine Pokal gewonnen. Und eigentlich wollte ich nicht mitkommen, aber dann hat Stefan mich überredet, weil er ungern alleine fliegt. Und ich glaube, keiner anderer hat vorher zugesagt, deswegen war ich dann die letzte Möglichkeit. Du warst nicht die letzte, du warst die dritte, glaube ich. Und dann, weil ich eigentlich dachte, es ist zu teuer, weil ich eigentlich jetzt sparen wollte. Aber dann war es doch nicht so teuer wie gedacht. Und jetzt bin ich hier. Jetzt trinken wir Cappuccino, beziehungsweise kein Cappuccino, Americano. Und um es genau zu sagen, morgen ist der 1. Mai, morgen ist Montag, morgen ist der Pokalify da. Für die Athleten von Stefan starten dort. Und ich bin total gespannt, wie das sein wird. Du auch? Immer. Wer startet von dir? Leonie, die bayerische Granate. Carina, die Hamburger Granate. Antoine, mein Spanish Granate, also der Franzose, der in Spanien lebt. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich hinfahre. Ein großartiger Athlet, der sich vom letzten Jahr super verbessert hat. Ich glaube trotzdem, dass das morgen der schwierigste Wettkampf wird, den er bis jetzt gehabt hat. Das Starterfeld ist brutal mit dem Bernardo in der Super Heavy. Mit dem Sieger voriges Jahr, der ihn bei der Overall geschlagen hat in der Super Heavy. Das Skurrile ist, der Typ hat ja eigentlich die Pro-Card gekriegt, dem wurde sie aber entzogen, weil er davor kein Regional gemacht hat. So ein Scheiß, ja. Der kommt morgen auch wieder. Dann in der 100er, direkter 100er, der Schweden gewonnen hat, vor dem Chris Kall. Ich weiß nicht, der Chris. Nee, der hat gestern ein Video gemacht, dass er aufhört. Der Chris Kall oder der andere? Chris Kall. Aha, der Chris hört auf. Ja, aber der andere kommt, der ist die Klasse auch gewonnen hat. Wird das Schlachtfeld. Insofern freue ich mich drauf, dass es Bodybuilding auf höchstem Niveau gibt. Und wenn es Bodybuilding auf höchstem Niveau gibt, leuchtet natürlich mein Herz und der Beste möge gewinnen. Und dann haben wir noch den Moritz. Moritz ist für mich die deutsche Sensation. Was der Bursche mit Fleiß und Ehrgeiz und geringen Einsatz diese Saison rausgeholt hat, ist super, super cool und das soll ein schöner Saisonabschluss sein. Nicht, weil man sich irgendwas jetzt erwartet, sondern einmal noch auf der wirklich großen Bühne stehen, wird dem Jungen gut tun und für die weitere Entwicklung wichtig sein. Der startet auch offener, ne? Der startet bis 90. Ja, okay. Genau. Und mich interessiert natürlich am meisten Bikini, aber natürlich auch alle anderen Athleten. Ich bin gespannt auf Leonie und Carina, die ich auch schon auf FIBO gesehen habe. Die sehen beide sehr gut aus. So, dadurch, dass ich keinen Businessflug habe, weil es keinen Businessplatz mehr gab, ich kann mich nur für den Hinflug buchen konnte, ist Stefan schon drin und ich muss warten, bis ich rein darf. Und ich habe Hunger. Aber ich habe mir gesagt, boah, eigentlich ist es doof, Leute, weil ich wollte heute eigentlich trainieren. Stefan sagt, ich soll nicht trainieren, weil aber eigentlich ist er nur eigennützig und will, dass ich mit ihm chille heute Nachmittag. Ich muss es mir nochmal genau durch den Kopf gehen lassen. Ich will nicht trainieren. Ich muss trainieren. Ich nehme diese Reise als Anlass, um einmal so ein bisschen zu reflektieren mit euch zusammen, was überhaupt so sich alles im letzten Jahr verändert hat. Denn, boah, wenn ich mal so überlege, dass im letzten Jahr, seitdem ich meine Pro-Card gewonnen hat, echt einiges verändert, wäre auch irgendwie traurig, wenn nicht. Aber ich habe eine ziemlich krasse Entwicklung durchlebt. Alleine, dass ich jetzt in Wien wohne, ich habe vor einem Jahr noch in Hamburg gewohnt und einfach diesen Schritt gemacht habe, hierher zu ziehen. Und jetzt fliege ich einfach von Wien aus nach Portugal. Ich bin so unendlich froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil ich liebe Wien, die Gyms sind geil, ich kann mich weiterentwickeln, ich habe neue Leute kennengelernt, das war auf jeden Fall der richtige Step für mich. In München gelandet, hier scheint die Sonne. Wir schauen runter auf die Glatze von Stefan. Jetzt haben wir nicht ganz so viel Zeit für den nächsten Flug. Dann ist schon wieder Boarding. Stefan meint, mein Koffer kommt mit, ich bin mir nicht ganz so sicher.
Aber wenn du so ein Mikro hast, warum steckst du dann nicht dir, so wie es professionell gehört, an den Pullover? Ja, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit mit rumlaufen will. Bist du nicht? Nein. Dann könntest du ja das Kuschelmikrofon verwenden. Ja, aber das war mal so fett. Was hat sich für dich im letzten Jahr verändert, seitdem wir das letzte Mal hier waren? Da hier, auf diesem Gate war ich noch nicht, glaube ich. Wir sind in München. Du weißt, was ich meine. Nicht viel. Eine älter geworden. Ja, ein Jahr blader, ein Jahr älter, ein Jahr mehr Schmerzen. Aber es hat sich nicht viel verändert. Für dich hat sich mehr verändert. Traurig. Ich habe eine super bekannte für Flugzeug gemacht. Wir haben hier den Johann. Hi. Was ist mit dem Patrick. Patrick. Hi. Johann und Patrick. Was habt ihr euch jetzt gegönnt? Eine Chickenbox. Sieht ganz schön klein aus. Eine Dean & David Chickenbox. Klein, aber fein. Und ich habe ganz viel Schokolade bekommen. Das ist total lieb. Die müsst ihr dann zum Nachtisch essen. Die kriegen wir ja auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Machen wir mal. Ja. Passt, oder? Nicht so übel, glaube ich. Mango-Kokosmilchreis und Urkorn-Veggie-Buddha-Bowl. Dann enjoy. Stefan hat schlauerweise am Flughafen-Transfer zum Hotel gebucht. Und er hat jetzt beschlossen, dass wir heute nicht mehr trainieren. We arrived. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich ein bisschen machen. Vielleicht kann ich jetzt, ich glaube, ich kann nicht trainieren. Ich stelle mich jetzt einfach mal darauf an, dass ich morgen trainiere, morgen Vormittag, weil der Wettkampf geht erst um 3 los. Und dann kann ich morgen beide trainieren, ganz entspannt. Jetzt gehen wir gleich mal raus, schauen mal nach Athleten, die wir gegebenenfalls sehen und treffen. Und das Wetter ist jetzt auf jeden Fall bombastisch, richtig schön warm und sonnig. Ich habe einen Kühlschrank, da stelle ich jetzt meinen Quark rein. Ah, okay. But I have 150, so it's, yeah, it's a chance. So, wir sind jetzt im Airbnb von Antoine, aber das ist ein Schwergewichts-Bodybuilder von Stefan, der diese Woche, beziehungsweise morgen, auch aus der Pro-Card strebt. Und da schauen wir uns jetzt die Form an. Und der ist letztes Jahr mit mir hier schon auf Portugal gestartet. Really? Yeah. How cool! That's like in Austria we say Lotto Sechser. To find a shoe that I don't have. Yeah. Never do a Brazil shoe again. Because of life. Ah Leute, best news ever. Wir sind jetzt in Mr. Big, weil Antoine hier jetzt noch sein Training kriegt. Und ich kann einfach trainieren, Stefan. Ich bin sehr happy. Die haben alles umstrukturiert. Die haben alles umstrukturiert. Haben die neue Geräte? Ja, komplett. Alles ist neu da. Ich muss erstmal die Überblicke schaffen. So, ich schau mal, was wir so Schönes haben. Und ich starten kann. Ich muss erstmal in den Modus kommen. Hier ist mehr so die Shoulder Area. Rücken. Brust, Adas, Beine auf. Ach, nett. Nett. Was ist das? So eine Kickback-Machine. Voll viele Hack-Squats haben sie hier. Dramatische Wendung. Stefan meinte gerade, dass meine Adduktoren nicht weiter wachsen sollen, weil darauf lege ich aktuell gerade sehr den Fokus. Er meinte, dass es gar nicht so gefragt ist, so viel Adduktor zu haben. Deswegen werde ich da jetzt ein bisschen mich defokussieren, weil wir vertrauen ihm natürlich. Na, wie geht's dir so? Ich schaue gerade immer, es ist immer schön, wenn man so Bilder von Athleten von sich auf Wänden sieht. Total. Das freut einen immer.
Freunde, wir sind jetzt im Airbnb von Carina, von Leonie. Und die beiden starten morgen. Und Stefan schaut jetzt über die Form von denen und wir schauen auch mal drüber. Und man sieht, dass ich gerade trainiert habe, aber dazu gleich noch mehr. Okay, also ich habe doch noch trainiert, weil Anton eine Farbe brauchte und wir dann eh zum Mister weggefahren sind. Und es war tatsächlich ein gar nicht so schlechtes Beintraining. Hatte dank Nitro X und Intra einen sehr guten Pump. Und dann waren wir jetzt gerade bei Carina und Leonie. Und ja, wir sind zufrieden mit der Form, oder? Ja, ja, voll. Ich glaube, wir haben eine geschlossene Gesellschaft und meine Pläne werden schon wieder weg. Eigentlich wollten wir da jetzt hingehen, weil Stefan sich betrinken wollte. Aber das wird nichts. Ja, und Antoine sieht richtig krass aus. Also da sind wir jetzt morgen sehr gespannt, es kann wirklich gut werden. Schaut euch mal dieses Scenery hier an. Szene. Hallo. Oh! Mensch, wie geht's? Vor allem ist cool, dass jeder so das so kriegt, ja, oder? Ja, ist gar nicht gedacht. Wir sind jetzt essen gegangen und Chef meinte, ich soll Fisch bestellen und jetzt habe ich hier eine ganz schön fette Fischplatte. Muss mir sagen, was ich essen soll. Soll ich den Lachs essen? Und einen Schrimp? Alles essen. Alles. Aber, hast du heute noch Abilofen oder zwei? Eins. Ja, dann skippst du morgen ein Meal. So, es gab gerade ein Kilo Fisch. Mindestens. Mindestens? Ich habe so viel Protein das letzte Jahr nicht gegessen. Stefan macht jetzt wieder ein paar Gains, unabhängig. Ob die Gains wer will, ist die Frage. Dann gibt es gerade noch ein Mojito, nicht für mich. Ja, also wir haben uns jetzt doch vereint, dass ich morgen ein Meal skippe. Ich fühle mich jetzt auch schon sehr voll. Aber es war lecker. Es war sehr lecker, hat sich gelohnt. Der Lachs war am allerbesten. Und jetzt gehen wir gleich in der Kälte. Ich habe diesen anderen Fisch am besten. Den Schwertfisch, ne? Du sagst einfach, das ist ein Schwertfisch, weil ich mich nicht auskenne. Glaube ich jetzt einfach mal. Doch, ich bin mir sicher, dass es ein Schwertfisch war. Der war sehr lecker, weil der ist auch ein bisschen fettiger meistens. Jetzt gehen wir in der Kälte gleich zum Hotel. Kennst du diese Simpsons-Folge, wo der Oma mit seinem Nabel so reden kann? Und dann geht's schlafen, weil morgen ist ein langer Wettkampftag. Ich werde erstmal, denke ich, ins Training gehen. Deswegen mache ich morgen komplett Oberkörper. Morgen mache ich Schulter. Die Frage ist, ob die BM am Feiertag überhaupt offen haben. Doch, man. Versuchst du auch manchmal mit dem Schneidezahn in dieses Ding zu kommen, in Röhrchen? Nein. Hallo! Ich melde mich gleich auf dem Weg nach Hause. Also um das eigentliche Thema dieses Videos abzuschließen. Seit einem Jahr hat sich enorm viel getan. Ich habe mehr Muskeln, ich habe mehr Fett, ich habe mehr Selbstvertrauen in mich und mein Können. Ich habe deutlich bessere Posing Skills. Ich wohne in einem anderen Land. Ich habe mehr Zeit hier mit euch auf Social Media verbracht und ich bin sehr stolz darauf. Und ja, ich habe neue Menschen kennengelernt, ich habe neue Orte bereist und ich bin sehr happy drüber, was in diesem Jahr alles passiert ist. Ja, und ich bin am allermeisten excited auf das, was jetzt dieses Jahr noch passieren wird. Bis zum nächsten Jahr. Verrückt, Leute. Ich bin wirklich dankbar, dass ihr auf dem ganzen Weg dabei seid. Ein Fischbelly. Aber hat sich gelohnt. Nice, geht. Wenn der Wind jetzt nicht kommt. Ich freue mich auf eine Dusche. Gehen wir jetzt direkt zu Antoine? Ja. Der wie bei uns ein 3-Bedroom-Apartment 800.000. Eine Villa 2,2 Mille. Kein Scheiß. Ich und der Fisch. Ups. Ich würde 10 Jahre darauf wetten, dass du heute noch was kaputt machst. Muss sagen, ich fühle mich auch ein bisschen betrunken. Ich glaube, im Fisch war Alkohol drin.